Der Sterlet wurde vom österreichischen Kuratorium für Fischerei und Gewässerschutz und vom österreichischen Fischereiverband zum Fisch des Jahres 2014 gekürt. Ziel dieser Nominierung ist es, die breite Öffentlichkeit, vor allem auch Menschen ohne Bezug zur Fischerei, auf die dramatische Situation der heimischen Störartigen aufmerksam zu machen. Der Sterlet gehört zur großen Familie der Störe und ist in Europa und Asien verbreitet. Er wird zwischen 12 und 15 Jahren alt und erreicht bei einer Länge von 1,2 Meter um die 20 Kilogramm. Die Seitenschilder überdecken einander und erscheinen dadurch wie ein zusammenhängendes weißes Längsband. Vier Bartfäden stehen zwischen Maul und Schnauzenspitze und sind stark gefranst. Die Schnauze ist meist schmal und lang gestreckt und sie läuft oft in einer kugelförmigen Verdickung aus. Als Nahrung werden kleine wirbellose Pentos-Organismen wie Schnecken, Würmer und Insektenlarven gefressen. Er bewohnte große Flüsse, die ins Schwarze, Kaspische und Asowische Meer münden, zum Beispiel die Donau bis Ulm. Der Sterlet ist der kleinste Vertreter der ursprünglich in der Donau vorkommenden Störartigen. Im Gegensatz zu den großwüchsigen Störarten wie Hausen, Sternhausen, Wachsdick und Glattdick, die durch Überfischung und die Errichtung zahlreicher nicht passierbarer Donaukraftwerke längst ausgerottet wurden, hat er es geschafft, wenigstens in einer kleinen Reliktpopulation im Unterwasser des Donaukraftwerkes Jochenstein zu überleben, laut Zauner 1997. Das war nur möglich, weil der Sterlet ständig im Süßwasser lebt und dort auch ableicht. Seine großen Verwandten verbringen hingegen den Großteil ihres Lebens im Schwarzen, Kaspischen und Asowischen Meer und müssen zum Laichen hunderte Kilometer flussaufwärts wandern, was leider aufgrund der zahlreichen Flusskraftwerke nicht mehr möglich ist. Eine entscheidende Rolle spielten dabei die beiden Donaukraftwerke Eisernes Tor 1 und 2 an der Grenze zwischen Rumänien und Serbien. Doch selbst unsere letzte intakte Sterlet-Population ist aktuell durch eingewanderte bzw. eingeschleppte Laich- und Bruträuber wie etwa die massenhaft auftretende Schwarzmundgrundel oder den Signalkrebs gefährdet. Zudem könnte auch das Freisetzen von standortfremden Störarten wie dem sibirischen Stör zu einer genetischen Vermischung mit den heimischen Sterlets führen. Da Störe zur Hybridisierung neigen, könnte dies in letzter Konsequenz sogar zum Aussterben der letzten heimischen Sterlets führen. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es für den Sterlet, denn seit einigen Jahren gibt es Wiederansiedelungsprogramme in Ungarn, Österreich und Deutschland, zum Beispiel in der Donau, der Drau und der Isar. So wurden beispielsweise vom Wiener Fischereiausschuss in den Jahren 2002 bis 2005 rund 8000 Sterlets mit einer Größe zwischen 35 und 40 cm im Bereich des Donaukraftwerks Freudenau besetzt, laut Friedrich 2009. Gefährdungssituation des Sterlet. Rote Liste Österreich, vom Aussterben bedroht. Rote Liste Deutschland, ausgestorben oder verschollen. Rote Liste Bayern, vom Aussterben bedroht. Im Anhang 5 der FFH-Richtlinie angeführt. Washingtoner Artenschutzabkommen, Anhang 2.